So, liebe Mitarbeiterfreundin, Neuheitenvorstellung geht weiter. Jetzt sind wir bei Brava, das ist ganz unschwer zu erkennen an meiner netten Gesprächspartnerin. Das ist wie immer Katrin Braun und die möchte ich jetzt ganz herzlich hier am Mikrofon begrüßen und gleichzeitig zum Firmenjubiläum gratulieren. Dankeschön, ja. Die Firma Brava feiert dieses Jahr 70-jähriges Firmenjubiläum. Wir wurden 1948 gegründet mit dem Handelsregistereintrag. Ja, und dazu haben wir dieses Jahr ein paar besondere Produkte im Angebot und auch hier noch einige historische Modelle zur Ausstellung dabei, die sicher der ein oder andere Kunde noch aus der Vergangenheit kennt. Diese besonderen Produkte sind ja genau das, weil wir darüber sprechen wollen gerade, denn es sind ja wirklich ganz tolle Sachen, die ihr euch habt einfallen lassen. Und zwar geht es jetzt erstmal um eine limitierte Auflage des Jubiläumssets Schwäbische Waldbahn. Ja, ein Jubiläumsset bieten wir an in diesem Jahr als Geschenkpackung. Das Besondere daran ist, dass es eine Museumsbahn ist, die bei uns in der Heimatregion von Brava noch im Einsatz ist, als Museumsbetrieb bei der DBK. Und das Besondere an dem Set ist dann, dass jeder Käufer, der das Set erwirbt, einen Gutschein erhält. Wir veranstalten im September dieses Jahres eine Sonderfahrt, haben den Zug exklusiv gechartert. Und Käufer von dem Set, das ist eine V100 und Personenwagen, 4YG, haben dann die Möglichkeit, exklusiv an dem Ausflug und an der Veranstaltung teilzunehmen. Ich denke, das wird eine ganz schöne Veranstaltung im Schwäbischen Wald. Könnte man ja fast sagen, feierliches Rollout der ganzen Geschichte. Ist eine sehr hübsche Idee übrigens, ja. Die Kunden einzuladen, mal mit dem Originalzug zu fahren, genau. Finde ich toll. Ja. Jetzt kommen wir aber zu dem Highlight und das ist wieder ein Jubiläum, nämlich 90 Jahre. Rheingold Express, ja. Das gibt es zusätzlich zu feiern, hat mit Brava bis jetzt nichts zu tun. Doch, ihr habt das Ding gebaut. Ja, genau. ab sofort hat es was mit uns zu tun. Es ist unsere wichtigste Neuentwicklung, die wir in diesem Jahr vorstellen. Die Baureihe 01 als legendäre Dampflok zusammen mit dem Luxuszug, mit dem Rheingold, steht auch hier schon hinter uns auf dem Modul. Und ist ein tolles Produkt. Wir sind unheimlich froh, dass wir es jetzt im Sortiment haben. Mit, wie üblich bei Brava, sehr vielen Besonderheiten. Man muss jetzt dazu sagen, es ist eine limitierte Auflage. Und man kann auch noch, wenn man den gesamten Zug kauft, noch etwas dazu bekommen, nämlich? Ja, wir haben jetzt zur Produkteinführung eine Vorbestellaktion für Kunden, die sich für die Baureihe 01 zusammen mit dem Rheingold Express entscheiden. Vorbestellaktion geht bis 15. März. Hier hat man die Möglichkeit, nochmal einen Waggon, einen Packwagen, der exakt zu diesem Zug passt, extra zu erhalten. Als Gratisbeigabe gibt es noch ein weiteres kleines Geschenk dazu. Und ich denke, ja, da der Zug sowieso als komplette Einheit im Einsatz war, ist es auch ein stimmiges Gesamtbild und für jede Anlage eine tolle Bereicherung. Dann gibt es ja zu dem Zug auch noch was zu sagen, zumindest zu den Wagen mit der Beleuchtung und Nichtbeleuchtung? Ja, gut, zum einen die 01 haben wir jetzt in 5 Versionen angeboten, in 5 verschiedenen Epochen, beginnend mit der klassischen Lok, die den Rheingold gezogen hat, aber dann sind natürlich auch noch ein paar Nachkriegsversionen dabei. Und bei dem Rheingold als Waggon ist die Besonderheit, dass es den ganz normal analog als Personenwagen gibt und auch digital mit kompletter Ausstattung, da ist ein Sounddecoder drin, wir haben da Betriebsgeräusche, Küchengeräusche drin. Der Zug wird digital mit Strom versorgt, zentral über eine stromführende Kupplung und einen Digitaldecoder. Und ganz besonders, es gibt in jedem Personenwagen 3 Beleuchtungsbereiche. Also wir haben einmal die Deckenbeleuchtung, dann ganz besonders eine Einstiegsbeleuchtung an den Türen. Und auch noch unten, die Tische sind alle einzeln beleuchtet. Ich glaube, das sind in jedem Waggon schon über 20 Dioden drin, die alleine für Lichtsituationen sorgen. Und das komplett als Zentralsteuerung ist natürlich was ganz Besonderes. Da fehlt aber noch was. Bei der ganzen Aufzählung hätte ich jetzt noch vermisst, es gibt auch noch eine Geruchssteuerung aus der Küche, wenn Schnitzel gebraten wird. Das haben wir noch nicht hinbekommen. Vielleicht schaffen wir das noch. Vielleicht schaffen wir es ja noch im Laufe der Zeit. Die Modellbahn ist vielleicht hier immer was einfallen. Kommen wir mal von diesem wunderschönen Zug weg. Man kann nicht genug sich satt sehen an dem Teil. Es ist wirklich eine ganz tolle Sache. Es gibt noch im Angebot jetzt eine Sonderedition aus 10 verschiedenen bedruckten Güterwagen. Was ist das? Ja, das haben wir auch anlässlich unseres 70-jährigen Bestehens gemacht. Es sind im Prinzip Güterwaggons, die mit historischen
ja, Werbemotiven bedruckt sind, die aber alle mit der Firmengeschichte von Brava zu tun haben. Also zum Teil der Trolleybus, das sagt sicherlich jedem was. Auch die Motordressine, die uns jahrelang im Sortiment begleitet hat, ist dabei. Und ja, sicherlich jetzt anlässlich des Geburtstages eine ganz nette Sache und das ein oder andere Sammlermodell dabei. Doch wunderschön anzuschauen. Hat man sich schon angeguckt, also muss wirklich sagen, ganz toll. Dann gibt es noch einen Säuretopfwagen, auch in H0? Ja, in H0 haben wir wieder, wie üblich, einige Güterwagen als Neuentwicklung. Einmal die Säuretopfwagen, gab es in der Form noch nicht im Brava-Sortiment, diese Art von Waggon. Und zusätzlich auch noch einen Schüttgutwagen für nässeempfindliche Güter mit einem Schwenkdach. Den kann man sogar tatsächlich im Modell das Dach bewegen. Das sind wieder sicher einige Highlights dabei, um auch Güterzüge zu vervollständigen, zu ergänzen und das Sortiment aufzufüllen. Der Abschluss der Neuheitenvorstellung hier auf dem Stand ist was für echte Schweiz-Fans in Spur N. Ja, was ganz Kleines in N. Auch eine Neuentwicklung, Güterwagen K2. Wurden wir wahnsinnig oft danach gefragt, weil wir sie schon sehr viele Jahre in H0 im Sortiment haben. Und in diesem Jahr stellen wir es als Neuentwicklung vor. Kommt auch super an. Ich denke, die N-Bahner sind dankbar, wenn es neue Güterwagen gibt. Und in dem Fall jetzt besonders für die Schweiz eben noch ein Highlight. Ja, liebe Katrin Braun, das war es eigentlich schon. Die wichtigsten Neuheiten, weitere Neuheiten, die wir jetzt vielleicht nicht besprochen haben oder andere Angebote, findet man auf Ihren Internetseiten bzw. im Katalog. Für die Restmesse noch viele, viele tolle Geschäftserfolge und fürs nächste Jahr viele gute Ideen. Dankeschön, die haben wir lange im Voraus.